bin der Rafa vom Munich MMA. Ich zeige dir einen einfachen Weg, wie du auf den klassischen Wirtshausschwinger eingehen kannst, ohne dabei Schaden zu nehmen. Der klassische Wirtshausschwinger ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Dadurch, dass hier so weit ausgeholt wird, wird extrem viel Kraft aufgebracht und wenn der trifft, sind sehr wahrscheinlich die Lichter aus. Aber der Vorteil ist, die Schulter wird weit zurückgezogen, man sieht den kommen. Der wird vor allem von Anfängern oder Nicht-Kampfsportlern gemacht. Das erste Wichtige ist, ich will auf keinen Fall Distanz herstellen. Sobald der Ben anfängt, den Wirtshausschwinger hier auszupacken und ich weiter Distanz aufbaue, dann wird er mir immer weiter hinterherlaufen und ich kriege immer weiter die Schläge ab. Viel besser ist, die Distanz zu schließen. Das heißt, sobald ich merke, der Ben holt aus, nehme ich meine Deckung nach oben, um mich zu schützen und mache gleichzeitig auch einen Schritt auf ihn zu. Ich verkürze die Distanz mit der Deckung. Ich mache hier einen Level Change, ich gehe nur leicht in die Knie. Da ich die Deckung nicht mehr brauche, nehme ich meine Hände runter. Ich platziere meinen Kopf unterhalb der Schulter. Meine Hände gleich mit dem Gable Grip hinter dem Rücken zusammen. Ich drücke mit dem Kopf und ziehe mit den Händen Richtung Bauch. Ich bringe den Ben in Rücklage, ich bringe ihn zu Boden. Wir kommen in der Mount an und das Allerwichtigste ist, dass ich erstmal kontrolliere. Das heißt, meine Knie eng, meine Fersen eng und ich nehme die Arme weit auseinander. Von hier kontrolliere ich gut und kann nicht abgeworfen werden. Anders als, ich richte mich vielleicht auf, fange an zu schlagen, fange an ihn festzuhalten. Von hier bin ich sehr instabil. Ich kann gebumpt werden, ich kann gerollt werden. Und das will ich alles verhindern, indem ich einfach erstmal mich flach und weit mache. Einmal nochmal schnell. Ich hoffe, du hast jetzt einen Einblick bekommen, wie man auf den Wirtshausschwinger eingehen kann. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, wie man im MMA die Distanz schließt, um Takedowns zu machen, schaut euch die Links in der Videobeschreibung an.